Es gibt immer diese einen Momente in Videogames, an die wir mit Schaudern denken. Es muss sich gar nicht um ein Horrorgame handeln, jedenfalls nicht zwangsläufig. Aber dieses eine Level oder Spielabschnitt hat es geschafft, uns nachträglich zu belasten, weil wir so verdammt viel Nerven verloren haben. Es gibt sogar Gamer, die aufgrund solcher Level ihr Spiel nie wieder angerührt haben. Die meisten der Spiele auf dieser Liste findet ihr übrigens auch auf Instant Gaming. Wir packen euch den Link in die Videobeschreibung. Einfach den Code eures Wunschgames runterladen und ihr könnt direkt loslegen. Das funktioniert einfach, sicher und preiswert. Und jetzt legen wir los mit Levels, bei denen Gamer regelmäßig ausflippen. Einfach, weil die vom Horrorfaktor so gar nicht zum Rest des Spiels passen. Los geht's! Bevor wir beginnen, ein kurzer Fakt. Der normale Mensch kann 3 Sekunden in einer Mikrowelle überleben. Snake aus der Metal Gear-Reihe schafft 3 Minuten. Er ist sowas wie der Chuck Norris der Videospiele. In Metal Gear Solid 4 erreicht der alte Snake diesen langen Korridor, bei dem es sich im Prinzip um eine riesige Mikrowelle handelt, die wir durchqueren müssen. Unser Ziel ist der Computerkontrollraum des Schiffs und dieser Weg ist der einzige dorthin. Snake durch diesen Flur zu steuern, wo er offensichtlich Schmerzen leidet, ist so unangenehm, dass wir wie blöd auf die Taste hauen, um ihn so schnell wie möglich ans Ende des Flures steuern und ihn von dieser Folter erlösen können. Snakes Lebensanzeige sinkt, bei uns steigt die Panik. Eigentlich überlebt Snake am Ende nur durch reine Willenskraft. Am Ende des Flurs wird er kurz ohnmächtig. Aber wie wir es von ihm nicht anders erwarten würden, erholt er sich schnell so weit, dass er im finalen Bosskampf mit Liquid Ocelot wieder einsatzbereit ist. Was für ein Mann. Die Silent Realms, also stillen Reiche in Skyward Sword, sind übernatürliche Regionen, in denen sich Links Geist von seinem Körper trennt. In dieser Geisterwelt müssen wir heilige Tränen sammeln, ohne die wir diese Welt nicht mehr verlassen können. Das Problem ist allerdings, dass sich Link dort nicht ohne weiteres frei bewegen kann. Sobald er aus seinem Schutzkreis heraustritt, erwachen die ritterähnlichen Aufseher des Reiches zum Leben und nehmen die Verfolgung auf. Wir sind in diesem Geisterreich also ständig auf der Hut, müssen jeden Schritt abwägen und geraten dann völlig nachvollziehbar in Panik, wenn die Wächter aus ihrem tiefen Schlaf erwachen, um uns zur Strecke zu bringen. Dazu erklingt diese nervenzerfetzende Musik, wenn die Wächter zum Leben erwachen. Einfach schrecklich. Dieser Kommentar unter Gameplay fasst es gut zusammen. Das ist kein Silent Realm, das ist eher Silent Hill. Diese Prüfungen sind das Stressigste, was es im ganzen Spiel gibt. Mein Herz klopft so hart, dass ich heulen könnte. Ich habe das Spiel mittlerweile durch, aber die stillen Reiche sind der einzige Grund, warum ich es nicht nochmal spielen will. Tomb Raider 2 hat ein berüchtigtes Unterwasserlevel, das Gamer auf unterschiedlichste Weise Angst macht. Lara landet nach einer Verfolgungsjagd im Ozean, wo sie sich erstmal orientieren muss. Es ist dunkel, das Gewässer ist von Haien verseucht und die Sauerstoffanzeige springt an, was bedeutet, dass uns die Luft ausgeht und wir hier gegen die Zeit spielen. Wir müssen irgendwie in dieses Schiffswrack kommen, aber im schlimmsten Fall finden wir den verfluchten Eingang nicht. Es gibt hier keine Luftblasen wie bei Sonic, in denen du Luft nachtanken könntest und du siehst zu, wie dein Lebensbalken schrumpft. Und hinter dir schwimmen fette Haie, die deine Verfolgung aufgenommen haben. Wie viel Druck kann ein Level bitte aufbauen? Absolutes Hasslevel vieler Tomb Raider Gamer. Es ist schon witzig, wenn man erfährt, dass ein Level in einem Horrorgame so raussticht, dass Gamer komplett ausgestiegen sind. Wir sprechen von der Flucht aus der Krankenstation in Alien Isolation. Im Ernst, es ist ein Horrorgame. Und ein bestimmter Spielabschnitt sorgt dafür, dass hartgesottene Fans das Handtuch werfen? Es geht darum, aus dem Medical Center zu flüchten, die Schlüsselkarte von Dr. Morley zu finden und dem Alien, das hier sein Unwesen treibt, so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Es wird zwischendurch immer wieder sehr knapp. Eine Explosion lockt das Alien an, wir verlieren das Bewusstsein und wenn die Station brennt, müssen wir erst noch diese vermaledeite Leiter suchen, die uns hier rausführt. Und was wir auf die harte Tour lernen ist, selbst wenn du dich versteckst, bedeutet das nicht, dass du damit durchkommst. I'm still here. It's so quiet. So dark. Einen ganzen Spielabschnitt in totaler Finsternis bewältigen, das ist eine Aufgabe in Hellblade: Senua's Sacrifice. Es ist kein Horrorgame, aber dieses Level fühlt sich so an. Du siehst kaum was, Geräusche in der Ferne machen dir Angst und du weißt nicht, wohin du dich wenden sollst. Nur ab und an hörst du Dylans Stimme, die dir Richtungsweisungen gibt. Ansonsten hörst du nur Senuas Atem, ihr Wimmern, wenn sie Angst hat, und ihre Schritte.
Es gibt Monster in der Dunkelheit, aber wenn du kaum was siehst, ist es eben schwer, ihnen auszuweichen. Immer wieder musst du stehen bleiben, damit sich dein Atem beruhigt. Im Grunde folgst du nur dem Geräusch von Wasser oder Feuer und ganz am Ende dem Pünktchen Licht in der Ferne. Zwischendurch fühlst du dich einfach nur verloren, angreifbar und verängstigt, was dieses Level zu einem Abstecher ins Reich des Horrors macht. Und das in einem ansonsten mehr oder weniger normalen Action-Adventure. Kommen wir zu Call of Cthulhu und der Kampf mit dem Schlurfer. Sobald wir im hinteren Teil der Kunstgalerie mit dem Gemälde interagieren, nimmt das Unheil seinen Lauf und das Spiel wechselt in den Versteckmodus. Der Schlurfer ist aus einer anderen Dimension herübergewechselt und quasi unbesiegbar. Es hilft nur, sich wegzuducken und zu verstecken. Aber der Schlurfer wandelt nun auch in der Galerie umher. Alles ist still und düster und ein falsches Geräusch verrät unseren Standort. Wir können uns vor dem Schlurfer in einem der Schränke verstecken, aber wenn er uns dabei sieht, sind wir eh schon tot. Einer der Dolche, die auf den Tischen ausgestellt sind, ist in der Lage, das Bild des Schlurfers zu zerstören. Aber auf der Suche nach dem richtigen Dolch kann viel Zeit vergehen, die wir nicht haben. Erst der richtige Dolch vernichtet das verfluchte Kunstwerk. Im postapokalyptischen Death Stranding liefern wir Pakete aus, was aber schwerer ist, als es klingt. Denn die Pakete müssen nicht nur so schnell wie möglich am Zielort ankommen, sie sollen während der Reise auch nicht beschädigt werden. Was so gut wie unmöglich ist, denn neben etlichen Gefahren wie Mules oder Zeitregen lauern auch noch unsichtbare Feinde auf uns. Die GDs, kurz für gestrandete Dinge. Der Regen kündigt als erstes an, wenn diese Monster in der Nähe sind. Jetzt gilt es, die wichtigsten Regeln zu befolgen. Um zu verhindern, dass wir entdeckt werden, müssen wir uns ducken und den Atem anhalten, wenn die Wesen uns zu nahe kommen. Die GD kannst du nur sehen, wenn du stillstehst. Das wichtigste Utensil im Kampf ist aber immer noch unser guter alter Odradek, denn der blickt immer genau in ihre Richtung. Je schneller sich seine Arme drehen, desto näher ist der Feind. Das hilft uns zwar bei der Ortung, aber nicht gegen unsere aufkeimende Panikattacke. Sonic kann seinen Atem nicht ewig anhalten. Unter Wasser ist er über längere Strecken auf Luftblasen angewiesen, die seine Anzeige wieder auffüllen. Und Feinde oder Stacheln erschweren den Aufenthalt unter Wasser noch zusätzlich. Aber nichts jagt Sonic-Fans einen größeren Schrecken ein als der Start des Countdown-Timers, der ankündigt, dass du kurz vorm Ersticken bist. Die paar Sekunden, die dir noch bleiben, können dich niemals retten. Dazu ändert sich auch noch die Musik, die schneller und intensiver wird. Und hektisch keuchend musst du zusehen, wie Sonic aus dem Leben scheidet. Verfluchte Wasserlevel. Es fallen uns schon noch ein paar weitere passende Beispiele ein, aber die heben wir uns auf für einen Teil 2. Wo wir gerade davon sprechen, vielen, vielen Dank für eure guten Ideen und Beiträge in den Kommentaren. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass wir die immer gern mit reinnehmen. Also nochmal ein herzliches Dankeschön, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.